Hallo Kackbratzen. Wait! Who are you? We hunt the creatures of the dark. Vampire hunters. Es gibt Spiele, aber auch Filme, die kann man im Prinzip nur mit einem Wort beschreiben. Hirntod. Gerade die 90er Jahre waren voll von diesen hirntoten Filmen, bei denen man sich in sein Stühlchen hockte, genüsslich sein Popcorn mampfte, sein Hirn abschaltete und mit dem Feuerwerk auf der Kinoleinwand oder auf dem heimischen Fernseher eine verdammt gute Zeit verbrachte. Besonders wenn Bruce Willis darin auftauchte. Dead's dead, baby. Dead's dead. Die Geschichten waren vielleicht so intelligent wie 3 Meter Feldweg und wurden eigentlich nur von Explosionen getragen. Aber das war gut so. Wie gesagt, gab es nicht nur Filme, sondern natürlich auch Spiele, deren Story nicht unbedingt mundgeklöppelt waren. Aber man hatte seinen Spaß, während man seinen Finger auf dem Feuerknopf legte, sein Hirn abschaltete und nach circa 3 Minuten auf den Controller sabberte. Die perfekte Fusion sind natürlich diese hirnlosen, aber perfekt inszenierten Filme der 90er Jahre und Videospiele. Und noch besser wird es, wenn man dazu noch Bruce Willis in den Topf wirft. NYPD! Hey, this isn't even my jurisdiction! Der gute Herr hatte ja mit seinen Die Hard-Spielen schon einen ziemlich perfekten Auftritt, aber mit Apocalypse wird das brachiale Actionfeuerwerk noch um ein Vielfaches übertroffen. Entwickelt wurde dieses feine Stück Software von Neversoft, die sich ihren Namen mit den Tony Hawk-Spielen machten. Die waren jetzt im Prinzip nicht so grützig. Also was sollte also auch bei der Entwicklung von Apocalypse schon schief gehen? Oberflächlich betrachtet ist diese apokalyptische Achterbahnfahrt der Gefühle mit Bruce Willis, oder besser gesagt dem Bruce Willis sein Apocalypse, ein komplett saudummes Spiel. Selbst ein Uwe Boll hätte das Ding nicht besser hinbekommen. Now, religion has become my science and my sword. Only one man, my oldest student. Das Setting gibt nicht gerade viel her, da wir uns wie so oft in einer apokalyptischen Zukunft befinden. Und auch die Entwicklung war jetzt nicht gerade besonders rosig. Ich meine, man spielt einen Charakter, der ursprünglich als Nebencharakter gedacht war, aber der es durch seltsame Umstände dann doch sich zum Hauptdarsteller hochgedackelt hat, und noch viel verrückter wird es, dass die Beteiligung von Bruce Willis an dem Spiel die Entwicklungszeit sogar verkürzt hat. Wobei man sagen muss, dass seine Beteiligung nicht besonders groß war, auch wenn uns das Cover etwas anderes verspricht. Aber auch wenn Apocalypse ein saudummes Spiel ist und auch das Gameplay nicht unbedingt einwandfrei ist, warum ist es dann überhaupt eine Erwähnung wert? Ganz einfach. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein absoluter Klassiker und ein wahres Juwel unter den unzähligen Titeln auf der PS1. Es ist ein überdurchschnittlich guter Shooter, in dem es nicht eine Sekunde Langeweile gibt. Wie zu erwarten ist die Handlung von Apocalypse komplett albern und gibt aber das Gefühl dieser 90er Jahre Actionfilme so perfekt wieder wie kein anderes Spiel aus dem Genre. Die Story spielt in einer außerirdischen Kolonie, in der die Religion die treibende Kraft ist und die Wissenschaft dank der Lehren einer Figur namens Reverend als böse gilt. In Wirklichkeit ist dieser Reverend aber selbst ein großer Wissenschaftler und nutzt seine Lehren als Vorwand, um das Ende der Welt herbeizuführen, indem er die 4 Reiter der Apokalypse erschafft. Um dies zu erreichen, befiehlt er seinen Schülern, in das Labor von Trey Kincaid einzubrechen. Trey, gespielt von Bruce Willis, ist der Spitzenwissenschaftler auf dem Gebiet der Nanotechnologie und natürlich nicht so glücklich über den Lauf der Dinge. Es reicht natürlich nicht nur, dass der Reverend all seine Forschungsergebnisse gestohlen hat. Zu allem Überfluss lässt er unseren Hauptdarsteller noch in ein Gefängnis werfen, da nur Kincaid die verrückten Pläne stoppen kann. Here we go, Chief. Obwohl Kincaid ein Wissenschaftler und eigentlich kein Actionheld ist, stellt sich aber ganz schnell heraus, dass er doch ziemlich gut mit dem Umgang mit Waffen ist. So brechen wir zunächst aus dem Gefängnis aus, bahnen uns durch die Kanalisation den Weg zur Stadt, wo wir uns dann von einer Explosion zur anderen zum Showdown vorkämpfen. Natürlich dürfen wir uns auf unserer Reise auf viele Bosskämpfe freuen, die es natürlich allesamt in sich haben. So wie es eben in einem richtig guten Actionspiel sein muss.
Das Tolle an Apokalypse ist seine Einfachheit und Geschwindigkeit. Im Gegensatz etwa zu einem Assault, das eher ein langsamerer und ziemlich hirnloser Shooter war, ist dem Bruce Willis sein Apokalypse ein brachiales Actionfeuerwerk vollgepackt mit vielen schnell wechselnden Kamerawinkeln, die einem leider teilweise die Sicht versperren werden. Insgesamt gibt aber genau diese Inszenierung den Ton an, weshalb Apokalypse den Genrekönig Assault absolut das Wasser abgraben kann, da es letztendlich viel anspruchsvoller und dynamischer ist und somit über ein viel tieferes Gameplay verfügt. Schnelle Action-Einlagen werden mit hektischen Plattformer-Passagen aufgewürzt und generell kommt man nie wirklich zur Ruhe. Die vier Bosskämpfe gegen die Reiter der Apokalypse sind wie schon erwähnt relativ knackig und scheinen auf den ersten Blick unfassbar schwierig zu sein. Doch wenn man das Muster erkennt, wie eigentlich in 99% der Fälle, wird man noch aus jedem Kampf siegreich hervorgehen. Die vier Reiter Tod, Seuche, Krieg und natürlich auch das Biest sind erschreckend aussehende Monstrositäten, die man nicht so schnell wieder vergessen wird. Allerdings auch nicht die Schmerzen in den Fingern nach dem harten Kampf. Grafisch ist Apokalypse gelegentlich so sanft wie eine Fahrt mit einem Ochsenkarren über Kopfsteinpflaster und wenn die Explosionen mal wieder größer werden oder die Gegner mal wieder dicht den Bildschirm bevölkern, geht das Spiel dann doch sehr oft in die Knie. Auch die Bewegungen unseres Hauptdarstellers wirken doch eher etwas holzig und das Aussehen sehr, sehr knusprig und grob pixelig. Mit anderen Worten, wir haben hier den klassischen scharfkantigen Look der PS1, bei dem wir noch jedes Pixel einzeln auf dem Bildschirm erkennen können. Dies ist aber eben nicht Neversoft geschuldet, sondern eben der kleinen Hardware-Einschränkung der kleinen grauen Kiste aus dem Hause Sony. You're stick straight, could you? I'm sorry we haven't hooked up lately, baby, but I've been playing dead. I've missed you too much to be angry. My body becomes warm when I think of your flesh shredded. Oh, baby, not you too. Nach dem Ende jedes Level gibt es eine Zwischensequenz, die für die damalige Zeit immer noch relativ anständig aussieht. Die Grafiken und Animationen sind detailliert, aber das Modell von Bruce Willis mit seinen grob geschätzten 3 Polygonen sieht eben leider nicht so aus wie das Original. Die Level sind in der Regel ziemlich groß und haben alle einen ganz eigenen leicht höllischen Stil, womit man das Thema der voranschreitenden Apokalypse definitiv gut umgesetzt hat. Wo man auch absolut nicht gespart hat, ist der Soundtrack. Hier gibt es durch die Bank fetzige Titel auf die Ohren, unter anderem auch Tracks von System of a Down. Und das ist natürlich großartig, da das Spiel den klassischen 90er-Jahre-Actionfilmen gleicht, die mit einem großen Budget entwickelt wurden. Bla, 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 bla. Der pulsierende Soundtrack treibt das ohnehin schon actiongeladene Spiel hervorragend voran, auch wenn natürlich die harte Gitarrenmucke Geschmackssache ist. Da Apokalypse ein Post-Dual-Shock-Controller-Spiel ist, darf man sich natürlich auf eine perfekte Steuerung mit den Analog-Nupsis freuen, da man so butterweich seine Bewegungen und die Ausrichtung der Waffen unabhängig voneinander steuern und somit seinen Lauf in alle Richtungen schwenken kann. These guys need a little more lead than that. Man sollte sich vom ersten Eindruck des Spiels nicht überrumpeln lassen. Aus heutiger Sicht wirkt es alt und starr und fühlt sich so gut an wie eine Handvoll Sand in den Augen. Aber wenn man dem Spiel mehr als nur 5 Minuten seiner Zeit widmet, entfaltet sich ein unglaublich großartiger Spaß, bei dem die Stunden wie im Flug vergehen. Grafik allein ist ja nicht alles, denn wo das Spiel wirklich punkten kann, dann ist es ein abwechslungsreiches Leveldesign mit seinen schnellen Kamerawinkeln und brachialer Action, bei der man reihenweise eine Vielzahl von absolut grausamen und gleichzeitig so wunderschönen Monstern niedermähen wird, was dank der analogen Steuerung so absolut perfekt funktioniert. Ja, die Story ist absolut dumm, das Gameplay hat jetzt auch keinen Nobelpreis verdient, aber darum geht es auch nicht. Apokalypse ist das perfekte spielbare Popcorn-Kino der 90er Jahre und noch dazu sehen wir Bruce Willis in einer seiner besten Rollen. Die Gebrauchtpreise sind relativ stabil, aber natürlich wird man auch eine Sicherheitskopie in Romhausen finden. Gerade dann, wenn man lieber auf einem Emulator spielt, der einem die Grafik auf quasi 4K hochzwirbelt. Man muss aber diese kleine Perle unbedingt mal gespielt haben, gerade dann, wenn man nach einem langen Tag einfach nur mal seine Gehirn in den Urlaub schicken möchte. Ihr werdet es nicht bereuen. They had me there for a minute. Welcome to paradise. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.